Hey ihr Lieben, willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute geht es um das Thema schlanke Taille, flachen Bauch bekommen. Viele denken leider immer noch, dass um eine schlanke Taille bzw. einen flachen Bauch zu bekommen, man ganz viel Bauchtraining machen müsste, und das ist definitiv falsch, denn eine schlanke Taille bzw. der flache Bauch ist teilweise genetisch bedingt und teilweise abhängig von eurem Körperfettanteil. Das bedeutet, ihr könnt noch so viel Bauchtraining machen, wenn euer Körperfettanteil nicht niedrig genug ist, wird man niemals ein Sixpack sehen, dann wird der Bauch niemals flach wirken, und ja, wie gesagt, das ganze Bauchtraining ist quasi umsonst, also ihr werdet damit nicht die Ergebnisse erzielen können, die ihr vielleicht davon erwartet. Außerdem ist es wie bei jedem anderen Muskel auch, bei dem Bauchmuskel so, dass wenn ihr den Muskel viel trainiert und das Ganze mit einer proteinreichen Ernährung kombiniert, dass der Muskel wächst. Das bedeutet, es ist wie wenn wir unseren Po im Gym 2-3 Mal intensiv trainieren, wächst der Po-Muskel ja auch. Und wenn wir das Gleiche mit unserem Bauch machen und vielleicht sogar jeden Tag ein 10-20-minütiges Bauchworkout machen, dass dann natürlich auch die Bauchmuskulatur wächst. Bei einem niedrigen Körperfettanteil wird dann ein Sixpack schneller sichtbar, aber auch die Taille wird nicht schmaler, sondern sogar eher breiter. Das ist etwas, was wirklich jeder von euch wissen sollte, vor allem wenn man das Ziel hat, eine schlankere Taille zu bekommen, denn dann ist ein intensives, häufiges Bauchtraining kontraproduktiv. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie bekommt man denn dann wirklich eine schlankere Taille bzw. einen flacheren Bauch? Theoretisch hat jeder Mensch ein Sixpack bzw. schon eine Bauchmuskulatur. Die ist natürlich mehr oder weniger ausgeprägt. Also ein Mensch, der schon sehr, sehr viel Sport gemacht hat, seit klein auf, hat natürlich eine stärkere Bauchmuskulatur als jemand, der noch nie in seinem Leben wirklich Sport gemacht hat, immer nur zu Hause saß. Da ist die Bauchmuskulatur natürlich nicht so ausgeprägt. Wenn dann natürlich noch eine Fettschicht drüber gelegt ist, wird es ewig dauern, bis da mal ein Sixpack entsteht. Und es gibt viele, die haben einfach genetisch bedingt schon eine schlankere Taille, einen sehr niedrigen Körperfettanteil. Und da für die ist es natürlich dann leichter, quasi die schlanke Taille zu halten oder ein Sixpack sichtbar zu machen. Wenn dein Ziel jetzt ist, einen flacheren Bauch zu bekommen, also wirklich Fett am Bauch zu verlieren, vielleicht sogar ein Sixpack sichtbarer zu machen, dann solltest du auf jeden Fall ins Kaloriendefizit gehen. Kaloriendefizit bedeutet, du gibst deinem Körper weniger Nahrung, als er eigentlich bräuchte, um quasi die Form zu halten. Dadurch, dass der Körper dann weniger Kalorien bekommt, als er eigentlich bräuchte, geht er dann an die Fettreserven und du verlierst Körperfett. Wo du das Fett zuerst verlierst, kannst du allerdings leider nicht bestimmen. Also das ist genetisch vorgegeben. Viele, vor allem Frauen, verlieren zuerst an den Beinen bzw. an den Armen Fett, weil der weibliche Körper einfach lieber Fett am Bauch bzw. am unteren Bauch einlagert, einfach um die Gebärmutter zu schützen. Es gibt natürlich auch Frauen, die verlieren super schnell Fett am Bauch. Ist halt, wie gesagt, genetisch bedingt und da kann man auch nichts dran ändern. Wenn man das Ganze aber mit, also das Kaloriendefizit, mit einem ausgewogenen Krafttraining kombiniert, also dass man regelmäßig ins Gym geht, seine Beine trainieren, seinen Po trainieren, seinen Oberkörper trainieren, dann trainiert man quasi gleichzeitig die Muskulatur, unterstützt somit auch das Kaloriendefizit, die Muskulatur wächst, der Fettanteil sinkt und man kann seinen Körper echt super gut damit formen. Außerdem wird auch bei fast jeder Übung im Gym der Bauch gleichzeitig mittrainiert, weil ihr bei den meisten Übungen ja den Bauch auch anspannen müsst, damit eure Ausführung richtig ist, damit die Form schön ist. Bauchmuskeltraining ist natürlich trotzdem nicht sinnlos. Es gibt viele gute Bauchübungen, mit denen ihr eure Muskulatur stärken könnt, was natürlich auch sehr sinnvoll ist, wenn ihr zum Beispiel eine nicht so stark ausgeprägte Bauchmuskulatur habt. Ich zum Beispiel mache schon seit Kind auf Sport. Bei mir ist meine Bauchmuskulatur echt sehr, sehr gut ausgeprägt. Also ich trainiere aktuell eigentlich auch fast nie Bauch. Also wenn, dann hänge ich mal eine Übung an mein Training hinten dran. Aber wie gesagt, der Bauch wird ja echt bei den meisten Übungen sowieso mittrainiert. Von daher, ich trainiere zum Beispiel jetzt nicht explizit Bauch. Wenn ihr aber merkt, dass ihr nicht so stark seid im Bauch und zum Beispiel bei Übungen wie zum Beispiel Hip Thrust oder so sehr gerne abknickt, die Wirbelsäule krumm macht oder so, wo ihr eigentlich eine stabile Bauchmuskulatur haben müsstet, wo ihr eigentlich euren Bauch anspannen müsstet, damit eure Ausführung auch wirklich korrekt ist, dann solltet ihr auf jeden Fall ein paar Übungen für den Bauch einbauen, damit ihr einfach eure Bauchmuskulatur stärkt. Ich zeige euch jetzt einfach gleich meine Lieblingsübungen für den Bauch, die wirklich super effektiv sind und die ich euch auf jeden Fall weiterempfehlen kann. So, ich zeige euch jetzt einfach mal meine liebsten Bauchübungen, die ich so mache. Generell könnt ihr beim Bauchtraining echt super viel Variation reinbringen. Zum Beispiel Crunch-Varianten könnt ihr so vielfältig abwandeln. Ihr könnt
Equipment dazu nehmen, Resistance Bänder teilweise, also nicht bei allen Übungen, aber teilweise, Kurzhantel oder eine Wasserflasche. Ich habe jetzt hier gleich mal einen Shaker, damit demonstriere ich euch mal gleich ein paar Übungen, wenn ihr zum Beispiel Equipment dazu nehmen wollt. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal ganz einfach so die Basic Crunch Varianten, die ich meine. Füße aufstellen könnt ihr auf dem Boden, dann Hände an den Kopf und ganz wichtig, nicht dass den Kopf die ganze Zeit hier knicken, sondern hier schön aus der Bauchmuskulatur arbeiten. Immer zu dem Punkt, wo es anfängt richtig zu brennen, wo ihr richtig arbeiten müsst, wo ihr merkt, die Bauchmuskulatur ist komplett auf Spannung. An diesem Punkt wollen wir also richtig schön die Bauchmuskulatur eincrunchen. Das Ganze könnt ihr zum Beispiel auch schwerer machen, also die Übung, wenn ihr die Beine mit nach oben nehmt und das Ganze dann auch hier genau denselben Bewegungsablauf. Schön die Bauchmuskulatur eincrunchen. Kinn geht bei diesen Übungen immer in Richtung Brust. Und jetzt könnt ihr hier zum Beispiel dann auch Variationen anbringen, indem ihr zum Beispiel hinter den Beinen in die Hände klatscht. Zum Beispiel auch bei den Füßen rechts, links tappt. Ihr könnt euch hier die wildesten Kombinationen ausdenken. Das mache ich auch immer bei meinem Bauchworkout so. Zum Beispiel außen, innen, rechts, links, hoch. Also, dass ihr hier wirklich richtig Variationen mit reinbringen, da wird auch kein einziges Bauchworkout langweilig. Ich meine, so vom Grundprinzip ist es ja immer derselbe Bewegungsablauf. Also die Bauchmuskulatur wird richtig schön eingecrunched. Und wenn ihr jetzt hier zum Beispiel nur nach außen hin, also immer nur zu den Außenseiten der Füße, ist es ja quasi der gleiche Bewegungsablauf, wie wenn ihr zu den Innenseiten geht. Um einfach ein bisschen mehr Variation in euer Bauchtraining einzubringen, könnt ihr euch dann halt Kombinationen ausdenken, die euch Spaß machen. Was auch noch eine super Übung ist, ist zum Beispiel, wenn ihr euch eine Kurzhantel nehmt oder einen Shaker oder eine Wasserflasche oder irgendeinen bisschen schwereren Gegenstand und quasi solche Crunch-Varianten, zum Beispiel eine 8, also Bicycle Crunch abgewandelt oder hier rundherum macht, könnt ihr auch genau das gleiche machen. Nach oben, rechts, links, also quasi das Ganze auch nochmal mit Equipment. Das sind alles Crunch-Variationen, mega Übung für den Bauch und dann kommen wir zur nächsten Übung, dem Reverse Crunch. Einmal ablegen. Ihr kennt ja bestimmt die Übung, wo die Beine nach oben kicken und dann weggestrickt werden. Das Wegstricken könnt ihr euch sparen. Ich mache immer die Übung so, dass ich nach oben kicke und dann irgendwie eine Kombi ausdenke. Also zum Beispiel hochkicken, eincrunchen, hochkicken, eincrunchen. Dass einfach dauerhaft der Bauch oder die Bauchmuskulatur belastet wird. Übungen wie zum Beispiel das hier, was ihr öfters mal im Bauchworkout seht, ist nicht super effektiv für die Bauchmuskulatur. Dann lieber hier auch mit einer Crunch-Variation arbeiten. Zum Beispiel hier unter den Beinen. Oder hier Jackknife, V-Sit Crunch, also hier gibt es auch super viele Variationsmöglichkeiten. Was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr zum Beispiel einen Stuhl habt oder irgendwie eine Couch oder so, dass ihr euch ein Resistance Band schnappt, das Resistance Band um ein Stuhlbein, Couchbein, whatever, rundherum wickelt und dann quasi um eure Füße. Und wenn ihr dann zum Beispiel eine Jackknife Variation oder eine V-Sit Crunch Variation macht, also quasi immer die Beine zu euch ranzieht und den Oberkörper eincruncht, dann könnt ihr das Ganze halt dann quasi mit dem Resistance Band um die Füße rundum schwerer machen. Also das sind alles quasi Crunch-Variationen, die wirklich richtig, richtig gut die Bauchmuskulatur treffen. Und ihr werdet merken, wenn ihr da mal 20 Minuten diese Übung macht, euer Bauch, also eure Bauchmuskulatur wird so brennen, ihr werdet das so gut spüren und das sind dann halt wirklich auch Übungen, die sehr, sehr effektiv für den Bauch sind. Wovon ich euch eher abraten würde von den Übungen, sind halt sowas wie Planks oder so, das sind jetzt nicht die besten Bauchübungen, weil halt die Bauchmuskulatur nicht richtig eingecrunched wird. Wenn ihr Bock habt auf ein Bauchworkout zum Mitmachen, lasst es mich in den Kommentaren wissen, dann drehe ich euch mal ein Workout mit diesen Übungen, die ich euch gerade gezeigt habe, ab. Dann könnt ihr das Ganze auch mal mitmachen. Wenn ihr Fragen habt zu dem Video, irgendwelche Anmerkungen, alles ab in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut!